So, und in diesem Sinne herzlich willkommen zum ersten Fahrvideo mit den Containerschiffen. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Also ein paar Kilometer bin ich schon gefahren, das Rest machen wir gleich, wenn wir fahren. Dann ist echt schon ganz was anderes als ein EXC, also ist schon ein Riesenunterschied. Aber es ist irgendwie trotzdem lustig und man hockt, also was ich jetzt nach 20 Kilometern schon gemerkt habe, man hockt richtig entspannt drauf. Also das ist ein Riesenunterschied zum EXC. Ja, aber ich will gar nicht so viel drum rumlabern, wir fahren jetzt. So Leute, wie immer, ne? Erst ABS ausmachen, jedes Mal ultra nervig, jetzt ist es glaube ich aus, ja. Gut, und dann geht's los. Also was ich echt schon mal sagen muss, der Gashebel ist ganz anders, also wirklich ganz anders. Das fährt sich nicht mehr so chillig. Oder beziehungsweise die Annahme ist halt anders, obwohl ich es auf Spott gestellt habe. Also eigentlich muss es relativ direkt gehen. Aber irgendwie, wir können auch gleich mal wählen hier. Hier ist absolut frei, niemand da. Und was ich halt sagen muss, was ich dringend brauche. Was ich auf jeden Fall dringend das nächste Mal brauche, ist noch eine Sitzbank. Weil dadurch, dass es so krass rutschig ist, tue ich mir schon ein bisschen schwer. Also die ist schon echt ganz schön rutschig, wenn ich alle anderen, die ich habe, vergleiche, die kleben mal extrem. Und hier ist gerade mega windig. Aber das ist genau das, was ich wollte. Ich hoffe, man versteht mich, dass man bei schönen Sonnenuntergängen einfach ein bisschen Moped fahren kann. Das ist das Geile. Und was ich auch noch richtig krass finde, man fährt halt wirklich sehr leicht, schnell. Also das ist auch das, was ich an Sportlerleben nicht mag. Du fährst wirklich leicht schnell. Erstens, weil die lange übersetzt ist mit der Supermoto, mit einer EXT lange nicht so. Da fahre ich noch mal langsamer, als ich jetzt schon fahre. Ja, deshalb nur so am Rande. Das ist alles nur Gewöhnungssache. Wie gesagt, wenn man das erste Mal 30 Kilometer gefahren ist, das Einzige, was ich bisher wirklich sagen kann, ist, es ist viel entspannter zu fahren. Es ist wesentlich chilliger. Und den Flügel, der war beim letzten Mal auch so wackelig. Also ich glaube, beim ersten Fahrvideo, weiß ich nicht, ob der schon dran war, da habe ich jetzt noch ein Blech gemacht, damit er auf die neuen Lichtmaske bzw. Lichtmaske mit Kotflügel und Gabelbrücke zusammenpasst. Jetzt wackelt er auch nicht mehr und ist schön fest. Und das hier mit der EXC-Lichtmaske passt auch echt perfekt zusammen. Jo, und hier ist es echt schön. Wir machen jetzt gleich mal ein Wheelie. Dann schauen wir mal, wie sich das verhält. Hier ist eine schöne lange Gerade, da kann man weit sehen, da kann nichts passieren. Da gefährde ich auch niemanden, da machen wir es einfach mal. Da geht es schon echt gut, aber wie gesagt, das Einzige, was wirklich richtig, richtig schwierig ist, ist das um die Kurven rum. Das ist das, was ich richtig schwierig finde. So, wir machen gleich nochmal. Aber da merkt man schon wirklich richtig krass, wie der eben, ja, schon ein bisschen, hier ist eine Burnout-Spur, okay, wie der ganze Motor halt schon ein bisschen, den Hubraum merkt man definitiv. Also besonders wenn man wie ich die ganze Zeit sonst 350 fährt, ist das echt ein kranker Unterschied. Muss man sagen, aber macht Spaß. Ist nie auch seine ersten Meter hier. Wie gefällt es dir bisher? Spitze, oder? Voll ungewohnt. Hast du es schon hinter dem Kipppunkt geschafft? Ja, hier geht es auch echt chillig. Hier ist echt cool. Und es sind übrigens genau die gleichen Modelle. Und das Lustige ist, er hat 4000 Kilometer auf dem Ding und hat ein bisschen mehr gezahlt als ich mit 38.000 Kilometer. Aber seins war halt wieder der Schnapper. Ich habe gedacht, ich habe schon einen Schnapper gemacht, zumindest habe ich gut runterkandelt. Aber ich habe halt den normalen, regulären Preis gezahlt, den man momentan für so eine 96 zahlt. Und er hat wirklich einen Schnapper gemacht. Ja. Ja, willst du noch mal, magst du noch ein paar Mal? Dann mache ich auch ein paar Fotos. Die zeige ich euch dann auch wieder und ja. Aber hey, macht echt Bock, also wirklich, mir macht es wirklich mal wieder Spaß. Das Einzige, was ich schon gesehen habe, er hat andere Griffe drauf, er hat schwarze Griffe drauf, ich will auch noch schwarze Griffe hier haben. Gibt es wohl welche mit E-Nummer? Dann ist es noch weg, also es ist wirklich alles schwarz, die Kabelbinder hier müssen logischerweise auch noch weg. Aber dann ist wirklich alles schwarz. Klar sind noch so Kleinigkeiten wie der Bremshebel, dann kann man Winde vielleicht echt mal eloxieren lassen, mal schauen. Aber Bremshebel wären für mich nochmal wichtig, finde ich. Also Bremshebel fände ich nochmal schön, wenn die nochmal schwarz wären, weil die fallen schon extrem auf. Halt von hier von der Front alles schwarz, sogar die Farben schön, die Schrauben schön blau. Aber halt die noch silber. So, der andere wheelt jetzt hier schon entlang. 96 Lifestyle. Ja, wheel mich. Ja. Ja, geh doch in den Kipppunkt. Geh doch.
Es geht auch wirklich. Also ich finde es jetzt gar nicht so schön anders wie zu einer EXC. Das Einzige, was mich jetzt persönlich stört, um so ein bisschen eine Kurve rumzusingen, ist die Sitzbank. Dadurch, dass die so rutschig ist, ich habe mir auch die Powerparts bestellt bei KTM Powershop. Die ist aber ewig nicht lieferbar. Also Corona, wirklich alles schlimm. Ich habe ja auch das Heck bestellt gehabt. Das ist übrigens ein altes. Also es ist ein überranziges, was ich da beklebt habe. Aber das hieß erst Anfang August, dann Ende August. Ewig lang ist hin und her. Anfang hieß es noch Mitte Juli. Ja. Aber so gefällt es mir. Wenn wir jetzt auch nochmal Fotos machen, die Sonne geht hier gerade so schön unter, gut ist hinter den Wolken. Und dann sehen wir uns nochmal, oh, da habe ich schon von den Facken reingemacht. Oh Mann. Und dann sehen wir uns nochmal, sobald, wir noch ein bisschen fahren. Bis gleich. So Leute, Gott sei Dank gerade gemerkt, dass ich auch noch mit dem Super Smooth gefilmt habe. Also ich hoffe mal, es sieht trotzdem relativ viel vom Moped. Da ist ich ein bisschen weiter reingezoomt. Hier geht jetzt die Sonne schon unter. Ist schon untergegangen. Das ist genau das, was ich vermisst habe. Ey, das ist jetzt so chillig einfach. Das ist so cool, so ein bisschen zu fahren. Wir machen uns jetzt schon auf dem Rückweg. Mal eine kleine, coole Feierabendrunde. Ich finde einfach, die ist extrem gut gelungen. Die sieht in echt wirklich hier bei Sonnenuntergang so geil aus. Sieht richtig, richtig schön aus. Ich habe auch mal richtig schöne Fotos gerade gemacht. Wir fahren jetzt noch ein bisschen. Und was ich auf jeden Fall schon mal sagen kann, es macht echt Spaß. Habe ich nicht gedacht. Meine letzte 96, gut, ist auch schon wieder ewig her. Das muss man schon auch sagen. 4 Jahre oder sowas, glaube ich. Und damals konnte ich auch einfach noch nicht so fahren wie jetzt. Und damals hatte ich auch noch nicht so, da gab es auch noch gar nicht so diese Dekore, die so geil aussahen. Jetzt hat Glück gesagt. Damals habe ich wirklich sehr wenig gekannt. Rush Racing hat damals schon Dekore gemacht, habe ich ihn aber noch nicht gekannt. Da haben wir auch noch nicht zusammen gestartet. Und ja, so viel dazu. So viel kann man aus einem 96 machen. Sieht wirklich richtig, richtig schön aus, wie ich finde. Und zwar jetzt auch noch die Dunlop Mutant drauf. Ist jetzt aber nicht so schlimm, denn es geht ja vollkommen klar. Also so fürs normale Fahren geht es vollkommen klar. Ich denke, bei einer 96 würde die dann trotzdem irgendwann ans Limit kommen. Deswegen kommen da dann auch irgendwann die Sportsmart GT drauf. Die sind perfekt dafür. Die Griffe, wie gesagt, muss ich noch machen. Und ja, das Einzige, was auch noch ist, ich muss das Licht mal schauen, denn da geht irgendwie nur das Fernlicht. Das verstehe ich nicht ganz, aber das soll jetzt auch nicht das Problem sein. An sich echt wirklich top. Ich weiß gar nicht, was ich noch machen soll. Fahrkomfort auch geil, macht Spaß. Und ja, was man aber natürlich merkt, das Gewicht merkt man schon, muss ich schon sagen. Ich bin auch mal gespannt, wenn ich dann eine andere Sitzbank habe, wie es sich dann anfühlt. Denn ich denke schon, ein Großteil ist schon Sitzbank und auch Gewöhnung, weil soll ich so ein Ding mal länger gefahren sein, weil ich schon eine ganz anderes Empfinden habe für das Moped und auch viel besser das ganze Ding handeln können. Also das auf jeden Fall. Ich denke, wir werden auch die nächsten Male definitiv mal so probieren, wie damit Säugelwheels gehen. Ich habe es gerade schon mal kurz probiert, aber mit zu wenig Platz ist es schwer wegen der Übersetzung eben. Das probieren wir mal auf einem schönen Platz aus. Ich weiß gar nicht, ob ich damals schon Video gemacht habe, wie ich die neue Circle. Das kann ich ja sagen, das kann man ja auch nachschauen, denke ich zumindest, auf Insta auf jeden Fall. Damit ging es auf jeden Fall. Mit der wird es mit Sicherheit auch gehen, definitiv, aber das sagt mir dann, was man denn alles machen kann. Sonderlich steil gehen jetzt im Wheelie wollte ich jetzt noch gar nicht. Erstens ist da das Heck dann schnell kaputt, schätze ich mal. Und ja, dafür bin ich noch zu wenig gefahren. Ich will ein bisschen mehr Erfahrung haben, dann ist das wahrscheinlich nochmal wesentlich schöner. Und was man wirklich merkt, diese 690 Kubik, also wie gesagt, wenn ich immer 350 gefahren bin, da muss man halt hochdrehen. Hier bis mal 4000, was bei der 350 wahrscheinlich gar nichts ist. Dann zieh die schon richtig gut an. Ja Leute, in dem Sinne fahre ich jetzt nochmal einen Döner essen und melde mich dann, wenn ich auf dem Heimweg bin. So Leute, in dem Sinne danke fürs Zuschauen von der ersten Fahrt mit der 690. Sonne ist jetzt fast weg. Beim nächsten Mal gehen wir auf jeden Fall dann mal zu einem Stuntspot, testen mal, wie gut das Ding auf einem Stuntspot funktioniert. Also freut euch aufs nächste Video. An der Stelle danke fürs Zuschauen, lasst mir einen Like, einen Kommentar und ein Abo da, wenn ihr noch kein Abonnent von dem Kanal seid. Bis zum nächsten Mal. Hau rein. Ciao vom Schiffskapitän.